Diese Woche bei Mythenjäger. Der Schulbus ist eines der wichtigsten Mittel, um die Kinder zur Schule zu bringen. Aber in letzter Zeit häufen sich Gerüchte, dass etwas mit dem Bus nicht stimmt. Auf einmal fährt der Bus ohne eigenen Fahrer und in manchen Fällen haben einige Eltern berichtet, einen Bus gesehen zu haben, der ein Gesicht und einen Mund hatte. Das Schlimmste, von diesen Eltern sind die Kinder verschwunden. Passen Sie also auf Ihre Kinder auf, wenn nachts ein Bus vor Ihrer Haustür klingelt. Jo Leute, was geht? Freunde, heute sind wir mal wieder mit Franklin Jr., den Sohn von Franklin, unterwegs. Und ich glaube, wir gehen jetzt gleich in die Schule. Wir haben auf jeden Fall unseren Rucksack schon gepackt. Und ich glaube, ich höre schon den Bus, der ist jetzt schon angekommen. Hör los, Franklin Jr., ab mit dir in die Schule. Wir kommen sonst zu spät, der Bus fährt sonst ohne dich los. Ah, okay, alles klar. Ich bin ja bereits schon unterwegs. Okay, Leute, da ist er auch schon, der Schulbus. Und Leute, guckt es euch an, der Busfahrer ist da und der Schulbus ist relativ leer, würde ich sagen. Oder ist auch unser bester Freund Timmy mit dabei? Ey, Timmy ist da! Ey, Timbo, was geht? Oh, Timmy, warum setzt du dich denn heute nicht neben mich? Okay, wahrscheinlich sind hier die Plätze irgendwie sehr, sehr reserviert. Herr Busfahrer, Sie können jetzt losfahren. Okay, alles klar, Leute. Wir sitzen jetzt im Gefängnis. Ich meine, im Schulbus. Ist ja fast das Gleiche, Leute. Und wir fahren jetzt auf jeden Fall zur Schule. Und ja, Timmy ist auf jeden Fall bestimmt schon aufgeregt oder ein bisschen nervös, muss ich sagen. Aber ja, das ist, glaube ich, das erste Mal in GTA 5, dass ich mich als Beifahrer in einen Bus setze und der uns jetzt in die Schule fährt. Eigentlich eine ziemlich coole Perspektive. Lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da, Leute, wenn ihr wieder mehr Videos mit Franklin Jr. haben wollt, wo wir den mal spielen. Und es wird ganz sicher heute eine sehr entspannte Episode, wo nichts mit dem Schulbus passieren wird. Yo, wie ist denn der denn gefahren? Mr. Busfahrer, Sie fahren heute ein bisschen komisch. Ja, sorry, Mann. Ich hab heute leider ein bisschen schlechten Tag. Heute ist mein letzter Arbeitstag. Die wollen mich kündigen. Ah, oh, das tut mir aber echt leid, muss ich sagen. Na gut, so, dann genießen wir mal die letzte Fahrt mit unserem Lieblingsbusfahrer. Na gut, aber wir sehen uns dann, wenn wir in der Schule angekommen sind. Okay, da wären wir. Dankeschön, lieber Busfahrer. Viel Spaß mit der Rente oder ohne Job, halt wie auch immer. Okay, Timmy, bist du bereit, in die Schule zu gehen? Ja, ich bin sehr bereit, zur Schule zu gehen. Oh, das war der Gong. Let's go. Na gut, dann schnell rein, bevor wir zu spät kommen. Okay, rein geht's in den Unterricht. Hallo, Mrs. Mason. Und, warte mal kurz. Wo ist denn Frederick? Der ist doch immer hier. Schüler, setzt euch bitte. Frederick hat sich krank gemeldet für unbestimmte Zeit. Deswegen machen wir den Unterricht jetzt nur noch zu zweit für eine Zeit lang. Oh nein, Frederick. Es war der Bus, oder? Dieser komische Bus. Bitte, darf ich dich holen? Timmy, was hast du da gerade gesagt? Gar nichts, gar nichts. Timmy, ist alles mit dir in Ordnung? Ich glaube, du bist ein bisschen nervös, seitdem wir in diesen Bus eingestiegen sind. Wahrscheinlich hat er irgendeinen Albtraum gehabt von so einem Horrorbus. Aber gut, setzen wir uns hin und machen wir da erstmal Unterricht. Okay, Kinder, heute machen wir einfache Mathematik. Was ist 2 plus 12? Mrs. Mason, ich weiß das. Das ist, 14. Richtig. Timmy, bitte aufpassen beim nächsten Mal. Und was ist 74 plus 3 minus 12? Warte, 74 plus 3 minus... Leute, ich bin ein bisschen überfordert. Schreibt die richtige Antwort jetzt in die Kommentare. Und wer auch immer die Antwort richtig hat, kriegt vielleicht ein Herz von mir in den Kommentaren. Ich glaube, einer in den Kommentaren will sich melden. Er hat die richtige Lösung. Und zwar ist es diese Lösung. Okay, normalerweise habe ich nicht erwartet, dass deine WhatsApp-Gruppe es richtig hat, aber ja, es ist richtig. Mrs. Mason, darf ich bitte kurz auf die Toilette? Mir geht's nicht so gut. Natürlich, Timmy, du darfst. Mrs. Mason, ich fühle mich auch nicht so wirklich gut. Darf ich auch kurz auf die Toilette? Ja, okay. Dann machen wir jetzt erstmal Pause mit dem Unterricht. Dankeschön. Leute, irgendwas stimmt nicht mit Timmy. Er redet die ganze Zeit von einem Horrorbus oder so. Ich verstehe es nicht. Timmy! Hey, Timbo, wie geht's dir? Alles mit dir okay? Hallo? Timmy? Ich will nicht nach Hause. Der Bus wird mich holen. Der Bus wird uns alle holen. Ach, tu mal nicht so. Was für ein Bus? Der Busfahrer hat einfach gekündigt. Ich glaube, der ist immer noch nicht darüber hinweg, dass unser Lieblingsbusfahrer jetzt aufhört zu feiern. Keine Sorge, der wird uns schon nicht holen. Oh, Mann, was weiß ich, was sollen wir denn mit diesem Timmy bitte machen, Leute? Also, ich sag euch eins, Timmy hat definitiv heute nicht den Bogen raus. Okay, der Unterricht ist gleich beendet und Timmy ist immer noch nicht nachher zurückgekommen. Miss Mason, wo ist eigentlich Timmy verschwunden?
Oh, wir haben Timmy nach Hause geschickt. Ihm geht es wirklich nicht gut. Und wir haben den Schulbus früher gerufen. Er wollte sich nochmal beim Fahrer verabschieden. Na gut, damit ist der Unterricht beendet. Du darfst nach Hause gehen. Oh, endlich, Leute. Endlich darf ich mal nach Hause gehen. Na gut, dann würde ich sagen, let's go. Der Schulbus wartet direkt auf mich. Sag mal, wo ist denn eigentlich der Busfahrer? Ich weiß jetzt nicht so richtig, aber gut, wir steigen mal ein. Wahrscheinlich wird er noch gleich kommen. Okay. Wir sind ganz alleine hier im Bus. Wo ist denn der Busfahrer und wo ist Timmy hin? Entschuldigen Sie, ist hier jemand? Hallo? Wann kommt denn der Busfahrer? Irgendwas stimmt hier nicht, Leute. Irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht mit diesem Bus. Oh, was, der Motor geht... Hä? Wait. Warte. Das Ding fährt? Warum fährt... Wer lenkt das... Seht ihr das Lenkrad? Das bewegt sich. Hey, hallo? Ist hier ein Geist? Hallo? Wer steuert diesen Bus? Wo fahren wir hin? Wir müssen nach links. Wir müssen nach links. Das geht. Der Nachhauseweg ist in die andere Richtung. Wow, wow, wow. Der Bus geht ab. Der Bus fährt ein bisschen schnell. Wo fährt er hin? Hallo? Lassen Sie mich bitte raus. Wo fahren Sie jetzt hin? Ich verstehe es nicht. Wo fahren Sie denn hin? Entschuldigen Sie. Das ist nicht der richtige Weg, wo Sie mich gerade hinfahren, Mr. Automatischer Fahrerbus. Ich glaube, der wurde durch eine KI ersetzt oder so. Deswegen fährt dieser Bus jetzt aus dem Nichts automatisch. Was soll denn das? Ey, Vorsicht, da ist ein Auto im Weg. Sie sollten den vielleicht nicht überholen oder so. Kollege, Sie kommen dem Auto jetzt aber ganz schön näher. Sie müssen jetzt nach rechts abbiegen. Lieber Bus, wo fährt ihr denn hin? Leute, ich glaube, ich werde diesen Bus... Nein, ich will aus diesem Bus aussteigen. Hallo, lassen Sie mich aus dem Bus aussteigen. Jetzt! Ey, ich fahr sonst gleich noch nach Blaine County. Das ist doch kein Bus, der mich nach Hause fährt. Oh! Was ist denn das für ein komischer Bus gewesen? Yo! Huhuhu! Was ein Takedown! Okay, Freunde, ich bin definitiv mehr als verstört. Jetzt bin ich ja noch weiter weg von zu Hause. Ich rufe einfach mal Franklin an. Wahrscheinlich wird der mich nach Hause fahren. Oh, was ist denn das für eine Nummer? Rufen wir mal an. Hallo? Okay, ich weiß jetzt gar nicht, meine Kontaktliste ist irgendwie leer. Okay, wir laufen den ganzen Weg zu Fuß. Oh, ich bin den ganzen Weg allein nach Hause gegangen. Ich kann nicht mehr. Der Schultag ist gelaufen. Ich wollte noch GTA 6 zocken. Oh, okay. Oh, Franklin. Oh, ich bin endlich da. Franklin Junior, ein Glück geht's dir gut. Ich dachte schon, du wärst entführt worden. Nein, keine Sorge, ich war einfach nur zu spät. Ich hab den Bus verpasst. Ich bin den ganzen Weg nach Hause gelaufen. Wenn du mich entschuldigst, ich würde gerne nach Hause, ich meine in mein Bett gehen. Franklin Junior, ich glaube, es gibt etwas, worüber wir reden sollten. Was? Worüber denn? Hat es irgendwas mit diesem komischen Bus zu tun oder so? Timmy war heute ganz komisch. Ah, wenn ich es mir so recht überlege, lass uns bis morgen früh warten. Dann besprechen wir alles. Entspann dich und genieß die Nacht. Du siehst sowieso fertig genug aus. Okay, alles klar. Dann würde ich sagen, Freunde, legen wir uns auf jeden Fall schlafen. Das war wirklich echt anstrengend. Ich brauche jetzt wirklich ordentliche Mütze Schlaf. Oh. Ja. Was ist das denn für ein Geräusch? Ja? Hör ich den Bus? Der hupt? Was? Der hupt die ganze Zeit? Ey. Los, wir müssen vom Bett aufstehen. Gucken wir uns das mal an. Oh Mann, Leute. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich höre diesen Bus. Aber warum ist er hier? Hat er vielleicht den Timmy hergebracht? Das sieht aber echt komisch aus, dieser Schulbus. Was ist denn das für ein Bus? Hallo? Das ist ein Schulbus, ja. Aber der sieht irgendwie komisch aus. 58, Stop. Der hat so komische Reifen und hier Kennzeichen. Der ist völlig dreckig und gepanzert. Okay, was ist das für ein Bus? Oh, wait. Hat der Bus Augen? Und hat er einen Mund? Warum hat der Bus denn einen Mund und Augen? Entschuldigen Sie, Mr. Schulbus. Waren Sie das gestern, der mich irgendwie komisch um die Gegend gefahren ist? Na los, Franklin, steig in den Bus. Lass uns zur Schule fahren.
Habt ihr mal geguckt, auf welche Uhr es ist? Es ist 0.45 Uhr. Ich würde doch nicht in die Schule fahren. Ich bin doch den ganzen Weg erst gerade nach Hause gekommen. Als ob ich in diesen Bus jetzt einsteige. Willst du wissen, was mit Timmy passiert ist und mit Frederick? Muss ich das wissen? Sie wollten beide nicht in den Bus steigen. Und jetzt? Wo sind sie jetzt? Ah, ich glaube, ich weiß, was er mir sagen will. Und zwar, dass er Timmy und Frederick entführt hat! Nein, 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 ich steig auf gar keinen Fall in den Bus. Das kannst du vergessen. Und er wird wahrscheinlich jetzt... Oh, der hat rote Licht angemacht. Oh! Ja! Oh Gott! Oh mein Gott! Der Bus verfolgt mich. Ah, wir müssen laufen. Lauf, lauf, lauf. Oh, Junge, das kann nicht sein, Leute. Der Bus jagt mich. Ein Horrorbus jagt mich. Der will mich fressen oder so. Will er mich entführen? Ich weiß es nicht. Aber wahrscheinlich hat der Frederick und den Timmy auf dem Gewissen. Und Junge, der geht ab. Der geht ab. Der geht ab. Na los, wir nehmen die Kurve. Der kommt ja nicht locker um die Kurve. So, seht ihr, seht ihr, seht ihr. So easy kommt er nämlich nicht um die Kurve. Du hast keine Chance. Guck mal, er steckt fest, der Arme. Oh, was will er nur machen, Leute? Ich hab's euch gesagt, Leute. Ich hab's euch gesagt. Er hat keine Chance, dass er mich jetzt noch irgendwie fertig... Wie ist er auf das Dach gekommen? Was hat er gemacht? Ich weiß nicht, wie er das gemacht hat, aber ich weiß nur eins. Wir müssen weiterlaufen! Lauf, 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 Franklin Junior, lauf. Okay, oh! Oh, oh, yo, yo, der ist direkt vor mir gespawnt. Der ist direkt vor mir gespawnt. Na los, kletter rüber, kletter rüber, kletter rüber. Okay, oh, hier sollten wir safe sein. Warte, hier habe ich doch mein Versteck von meinem BMX. Jawohl, da ist mein BMX, das ich immer verstecke. Wenn ich zu spät zur Schule komme, dann verstecke ich es immer, damit ich hier hingehen kann. Okay, Leute, so, dann würde ich sagen, nichts wie weg hier. Denn dieser komische Bus, ich will weg von hier. Ist er hinter mir? Ah, der ist immer noch hinter mir. Wir müssen Gas geben. Wir müssen Vollgas geben. Oh, Junge, 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 Junge. Ich muss zwischen Gassen. Bestimmt wird er mir in die Gassen nicht reinfolgen. Keine Chance. Der wird hier nicht rein. Oh, der ist vorbeigefahren. Ah! Oh, oh, oh mein Gott. Oh mein Gott. Der hat sich teleportiert. Der hat sich, glaube ich, safe teleportiert. Na los, na los, na los, na los, na los. Oh, Junge, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Der würde doch jetzt niemals vor mir spawnen. Er spawnt direkt vor mir. Oh Mann, es gibt kein Entkommen. Ich kann ihm nicht entkommen, diesem Horrorbus. Guck mal, er ist jetzt weg. Aber wenn ich zu weit weggehe, dann spawnt er einfach vor mir. Was kann ich tun? Der jagt mich einfach durch die ganze Stadt. Ich hätte die Polizei rufen sollen. Okay. Oh nein, 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 ich gehe in die Gasse rein. Oh, au, au, oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein, das ist mein Ende. Na, na, hoffentlich ist er jetzt nicht hier reingekommen. Oh nein. Was willst du, du komischer Bus mit Gesicht? Und ganz ehrlich, hast du dir den Unterkiefer gebrochen irgendwie als Bus? Sehr witzig. Ich bringe dich jetzt an denselben Ort, wo ich Timmy und Frederick eingesperrt habe. Und zwar in meinen Magen. Nein, 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 nein! Alter. Hallo? 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 Ist hier jemand? Okay, Mann. Leute, was ist das für ein Ort? Ich bin gerade im Inneren des Busses. Wie bin ich hier? Na gut, der hat mich gefressen. Wo ist Timmy? Timmy? Ich hoffe, du hast den Bogen raus und bist nicht dumm. Denn Mom und Vicky kommandieren dich herum gleich. Okay, ich weiß nicht wie, aber wir sind jetzt einfach in den Bus gefangen. Was ist das? Eine riesige Wand voller Bushaltestellen. Komme ich hier irgendwie durch? Ich komme nicht durch. Ich muss hier irgendwie raus. Es muss eine Möglichkeit geben, wie wir hier irgendwie rauskommen können. Warte mal. Vielleicht kann ich ja auf die Busse draufklettern. Ja, ist nicht so leicht. Oh doch, es geht, es geht. An der Kante kann ich mich festhalten. Dann klettern wir mal weiter rauf. Oh, okay. Jetzt sind wir hier. Okay. Oh. Okay, nächster Bus. Okay, das könnte eine Möglichkeit sein.
So, und weiter geht's. Okay, jetzt wird's schwierig. Ich bin auf der falschen Seite eingestiegen. Ah, nein, nein! Denkst du, du kannst hier so einfach rauskommen? Dieser Bus ist größer, als du dir das jemals erträumen kannst. Von hier kommst du nicht raus. Ich werde alle Kinder aus dem gesamten Schulbezirk in meinen Schulbus sperren. Und ich glaube nicht, dass du das Zeug dazu hast, hier zu entkommen, um alle zu befreien. Was? Wovon redet der? Ich kann... Wie? Wie soll ich denn bitte Timmy retten? Ich muss Timmy retten. Und mich selbst. Aber gut, dann würde ich sagen, machen wir weiter. Es ist auf jeden Fall eine schwere Entkommensjagd und da hinten sieht es aus, als würde es weitergehen. Ich weiß nicht, wohin es führt, aber es führt auf jeden Fall zu einem weiteren Weg. So, wir müssen natürlich vorsichtig sein beim Runterklettern. Achtung. Okay. Okay. So, bloß nicht zu tief fallen. Achtung. Okay. Das haben wir doch geschafft. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Erste Challenge haben wir geschafft. Jetzt müssen wir gucken, wie es hier weitergeht. Es ist ein echt leerer Bus. Voller kaputter Busteile. Und es ist sehr ruhig hier drin. So, jetzt muss ich irgendwie eine Möglichkeit finden, hier durchzukommen. Das ist wohl das nächste Labyrinth. Warte, ich glaube, ich habe eine Lösung gefunden. Ja, da lang gehen. Okay, dann müssen wir hier rein. Und hier ist der Ausgang. Leute, wir sind so smart. Wir kommen hier raus. Was auch immer das hier ist für eine Gestalt. Ich weiß es nicht. Ich will es auch nicht wissen. Jetzt müssen wir hier raufklettern. Was für ekelhafte Zähne. Ich glaube, du solltest mal zum Busarzt gehen. Okay, und hier raufklettern. Oh Gott, was ist das? Alter. Geht's da runter eigentlich weiter? Ich weiß es nicht. Sieht auf jeden Fall nicht so sicher aus, oder? Meint ihr, wir sollen da runter? Ich weiß es nicht. Alle mal ein Abo da lassen, Freunde. Falls ihr noch nicht abonniert habt, jetzt gerne ein Abo da lassen. Ich saß an diesem Video, ungelogen, 6 Stunden. Also gut, ich denke, wir springen. 3, 2, 1. Au, 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 ey. Alter, wo bin ich denn jetzt gelandet? Es sieht so aus, als wäre ich hier weiter runtergefallen. Und sag mal, sind das deine Augen? Ich beobachte dich, Franklin Junior, dass du nur keine falschen Sachen machst, um hier zu entkommen. Oh, ich werde hier entkommen. Dafür sorge ich. Ich werde hier schon rauskommen. Ich muss nur herausfinden, wie. Es muss irgendeine Möglichkeit geben. Was ist... Ist das irgendwie ein Rauch? Das sieht nicht gut aus. Was ist das für ein dunkler Rauch? Junge, guckt euch mal an, wie neblig das da ist. Ich weiß gar nicht, ob ich da reinspringen darf. Warte mal. Ich habe dort im Hintergrund was gesehen. Es ist sehr schwer zu erkennen. Aber dort oben ist so eine Person, die mit den Armen winkt. Hallo, Sir? Sehen Sie mich? Oh, man sieht ihn jetzt. Man sieht ihn jetzt. Da ist er. Hey, Junge. Pass auf, dass du nicht auf die falsche Seite springst. Du darfst auf keinen Fall ab hier den gelben Boden berühren. Dieser Boden hat schon einige Opfer genommen. Ich bin der alte Busfahrer. Vor ein paar Jahren. Ich erinnere mich an dich. Du bist Franklin Junior. Meine Aufgabe ist es, die Kinder sicher in die Schule zu bringen. Und ich bringe es dich jetzt sicher aus diesem Bus hier raus. Okay, danke schön, Sir. Das heißt, ich darf bloß den Boden nicht berühren ab der Stelle, weil es toxisch ist. Okay, dann springen wir. Let's go! Oh. Okay, danke schön, Sir, für den Tipp. Vielen, vielen Dank. Kommen wir denn jetzt raus? Warte mal kurz. Lass mich mal eben das Licht hier anmachen. Ich glaube, ich weiß es noch. Hey, Bus, mach das Licht an. Oh, perfekt, jetzt sehe ich wieder mehr. Und ich glaube, da sollte ich auch nicht zu lange einatmen. Wie komme ich hier raus und wo sind die anderen Kinder? Also, ich bin hier schon etwas länger gefangen, seit ein paar Jahren. Dieser Bus, nachts treibt er sein Unwesen. Und jetzt hat er es auf die Kinder in Los Santos abgesehen. Ich selber, ich will nicht raus. Ich werde alle Kinder, die hier reinkommen, raushelfen. Aber Frederick, er hat's nicht geschafft. Aber Timmy sollte noch in Ordnung sein. Er hat es versucht, den Kern zu zerstören, damit der Bus sie ausspuckt. Aber ich glaube, er ist auf dem Weg wahrscheinlich ohnmächtig geworden. Geh weiter und entkomme aus dem Bus zusammen mit Timmy. Ich glaube an euch. Und danach, wenn der Kern explodiert ist, sprengt den Bus. Aber das würde bedeuten... Du kommst doch mit, oder? Du kommst doch ganz sicher mit. Das hier ist meine letzte Busfahrt. Danach habe ich den Frieden gefunden. Geh schon.
Timmy wird's lang nicht mehr ohne dich aushalten. Okay, alles klar, Leute. Der Busfahrer will sich tatsächlich opfern für uns. Na gut, wir dürfen bloß nicht den gelben Boden berühren. Boah, das war knapp. Guckt euch das an. Einige Leute liegen dort und sind wahrscheinlich vergiftet. Da oben ist jemand. Da auf dem Dach. Hey, Timmy. Timmy, bist du das? Ich kletter mal hoch. Timmy! 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 Vorsicht, Vorsicht! Na los, hey! Timmy! Hey, sorry, dass ich dir nicht geglaubt habe, aber du hattest recht mit dem Bus. Jetzt müssen wir aber zusammen rauskommen. Ich habe eine Sprengladung bekommen. Mit der können wir den Kern zerstören. Okay, ich bleib dicht hinter dir. Bitte hol mich hier raus. Ich will nicht mehr von diesem Bus träumen. Keine Sorge, Timmy. Wir holen dich schon hier raus. Alles klar. Da müssen wir jetzt vorsichtig sein. Los. Okay, das ist gefährlich, Leute. So, jetzt klettern wir mal hier rüber. Und hier aus können wir jetzt, glaube ich, in den Bus. Oder so. Ja, irgendwie so. Ja, jetzt bin ich hier in diesem komischen Bus, Busdistrikt. Oh, okay, wir sind drin. Wow, 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 wow. Der Bus bebt, der Bus bebt, Leute. Na los, raus. Wow, okay. Okay, wir sind draußen, Leute. Meine Güte, wie lang geht dieser Weg noch? Der ist so unfassbar lang. Wow! Sprung des Jahres war das. Der Sprung des Jahres. Der zweitbeste Sprung des Jahres. Aua, Franklin. Ich glaube, das gibt auf jeden Fall ein paar blaue Flecken. Jetzt müssen wir nur noch... Okay, vorsichtig. Vorsichtig. Schaffen wir den Sprung. Achtung. Wow! Okay. Okay. Oh, so. Jawohl. Und jetzt hier rauf aufs Haus. Nice, 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 Leute. Wir machen das sehr gut. Wir machen das sehr gut. Da hinten ist der Kern. Da hinten ist er. So, wir werden diesen Bus jetzt zerstören. Und wir werden ihn zum Explodieren bringen. So, irgendwelche letzten Worte? Ich glaub es nicht. Dieser verräter Busfahrer opfert sich, um euch zu retten. Ich hasse es! Wow, 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 wow. Okay, 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 okay. Achtung, bam! Okay, Freunde, wir müssen jetzt springen! Oh, yo, 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 yo! Ey, wir haben es geschafft, wir sind draußen! Nice, Timmy, wir sind draußen! Oh nein, warte! Yo! Ja, ja! Wir haben den Bus zerstört. Der Bus ist Geschichte. Aber rest in peace an den Busfahrer. Meine Damen und Herren, alle mal rest in peace an den Busfahrer, der sich in diesem Bus geopfert hat für uns. Und an Frederick. Freunde, wir gehen auf jeden Fall gleich als nächstes nach Hause. Aber wir haben es geschafft. Leute, damit würde ich aber auf der Stelle sagen, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr vielleicht auch mehr wieder von solchen Abenteuervideos sehen wollt mit Franklin Jr., lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. IDs raus und rein und ciao.